Die Apartix ist ein Laden von vielen für viele. Der Kern der Sachen sind eigentlich die Leute, die dahinter stehen. Gesichter, Geschichten, das Engagement, das sind Leute, die ein altes Handwerk erhalten, die irgendeine tolle neue Idee verfolgen. Das ist eigentlich der Kern. Also wir sind motiviert, weil wir einen Kontrapunkt wollen setzen zum Einheitsbrei, den man quasi findet in den Läden. Überall das Gleiche, selbst wenn man auf Städtenreisen geht. In jeder Stadt hat es die gleichen Ketten. Und das wollen wir bewusst ein bisschen durchbrechen. Und eigentlich Individuen, Produzenten, die nicht auf Serie produzieren, einen Platz geben. Und auch die Produzenten und Konsumenten miteinander verbinden, eine Möglichkeit schaffen für eine Begegnung zwischen denen. So Chile was multiplied by 10 between before when they did not have. Nachher ist sicher der Nachhaltigkeitsgedanke etwas, was für unsere alle Zukunft eigentlich wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommen sollte, dass wir uns ein bisschen überlegen, was wir konsumieren, in welcher Menge und wann. Das würde die Welt, glaube ich, ziemlich verändern, wenn man aufhören würde, am Valentinstag Rosen zu verschenken, die aus Kenia kommen, oder im Januar Erdbeere essen. Oder das zumindest mit dem Bewusstsein macht und sich überlegt, was das für verschiedene Effekte hat auf unserem Planet. Und das, ich denke, sind wir sicher ein Beitrag, weil wir zwar nicht begrenzt sind jetzt auf Basel, aber wir würden jetzt auch nichts aus China bei uns wollen, verkaufen, weil es keinen Sinn macht, oder weil es einfach ökologischer Blödsinn ist, Sachen um die ganze Welt herumzufügen. Es ist ein wichtiger Gedanke, dass wir Leute eine Plattform bieten, die eben nach anderen Mustern produzieren, als heute allgemein produziert wird. Also Leute, die noch mit Liebe und selber von Hand irgendetwas machen und nicht einfach irgendetwas, das aus einer Fabrik ab dem Fließband kommt. Dem wieder einen Stellenwert geben, das wertschätzen.